Travel Majula. Jo. Aber bin ich gespannt. Ich habe kein gutes Gefühl, aber ich bin gespannt. Ringe. Wir passen uns Ringe jetzt so an, dass sie für den Kampf optimal sind. Also ich brauche nicht mehr Loot in diesem Kampf. Mehr Loot ist normalerweise schön, aber da muss das nicht sein. Physischer Attack, Fire Defense bringt mir alles nichts. Physical Attacks bringt mir auch nichts. Spell Uses. Aber dafür weniger Lebenspunkte. Das ist kein Problem. Es geht eigentlich nur darum, dass wir so verdammt viel Schaden machen, dass sie immer wieder ins Schwanken kommt und wir dann wieder zaubern. Ins Schwanken kommt, zaubern, ins Schwanken kommt, zaubern. Das ist mein Plan. Mehr Spell Uses könnte Sinn machen, zum Beispiel bei den über dem Kopf Fliegedingern. Da könnte es Sinn machen. Das bringt nichts. Das könnte... Nee. Nee. Nee, 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 nee. Ja, wir haben noch nicht so viel in der Richtung. Ich denke, ich werde den da behalten. Ich werde den rausnehmen und stattdessen... Stattdessen den hier nehmen. Und dann hoffe ich mal... Also wir haben jetzt 4 Ladungen. Wenn ich jetzt das Leuchtfeuer benutze, dass wir dann auf 5 oder 6 kommen. 5, ja. Also es wird prozentual mehr sein, denke ich. Aber einer ist gut bei dem Zauber, würde ich sagen. Sonstige Ausrüstung. Kräuter haben wir drin, aber es, im Idealfall kommt es nicht dazu, dass wir Kräuter benutzen müssen. Weil wenn es dazu kommt, dass wir Kräuter benutzen, heißt das, dass sie zwischendurch sich einmal wieder heilen kann. Und so wie wir das gesehen haben, kann sie sich unendlich heilen. Also sie hat keine Ladung, so wie wir das haben. Und es wird einfach zu teuer mit der Zeit. Dolch ist okay, Pyromantie können wir eigentlich rausnehmen, weil wir benutzen es nie. Zauber. Attune Spells. Wir haben nämlich einen neuen Slot. Und da könnten wir was rein. Warum kann ich dich auswählen? Wir haben noch gar nicht den Glauben. Ah, okay. Shockwave. Das Ding verstehe ich nicht. Verursacht keinen Schaden, aber generiert eine Schockwelle, die den Gegner in Straucheln bringt. Hat es nur nicht. Aber ich nehme es trotzdem mal rein. So. Also, Plan ist jetzt. Wir könnten Hollow-Effekt wegmachen, aber nee. Plan ist jetzt, wir gehen da wieder hin. Kurz bevor wir bei ihr sind, weil sie wird sofort wieder aggro sein, zünden wir die Homing Soul Mass. Dann bringen wir sie ins Straucheln. Nee, komm, ich versuche erstmal mit der Shockwave sie ins Straucheln zu bekommen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Shockwave überhaupt funktioniert. Und dann gucken wir weiter. Das sollte ich wohl eigentlich lieber an Trash Mobs ausprobieren und nicht an ihr, aber okay. Hallo? Puff. Hey, das ist super. Puff. Oh, meine Stamina geht runter, wie nichts Gutes. Aber sie heilt sich ja eh noch nicht. Was hast du da? Gleich dürfte sie garstig werden. Was machst du da? Ich glaube, sie ist verbuggt. Oh, will sich heilen, will sich heilen, will sich heilen, will sich heilen, will heilen. Nein! Du dumme Schlange! So knapp. So verdammt knapp. Ich bin tot. Ja. Sau knapp. Sau, sau knapp. Aber es war irgendwas mit dir falsch. Irgendwas war mit dir falsch. Das, aber ich glaube, ich werde das eh nicht machen. Ich werde erstmal den kleinen Zauber benutzen, um sie ein bisschen runter zu prügeln, weil sie heilt sich ja erst ab 40% oder so. Und wenn sie bei 40% rum ist, dann mache ich die Homing Soul Mass
und versuch sie runterzuhalten. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Homing Soul Mass sprechen, brauchen wir volle Stamina. Wir haben ein Kraut dafür, ne? Ja, haben wir. Das sollte in unsere Quick-Leiste rein. Den ganzen Schmuhmist, den wir jetzt nicht brauchen im Kampf, der kann raus. Damit wir nicht so viel Zeug da unten haben. So. Das heißt, ich mache jetzt den hier. Ich hoffe, das deckt mit dem anderen. Und dann nehme ich die großen Pfeile, um sie erstmal runterzubekommen. Hallo? Oh, da bist du ja. Na, jetzt zaubert sich vorne rein. Oh. Immer noch keine Heilung, immer noch keine Heilung. Komische Blitzkugeln. Immer noch keine Heilung. Jetzt fängt sie gleich an. Okay. Alles cool, alles kein Problem. Ach du. Okay, ist das ein Problem? Steh auf! Heilung. Au. Okay, wo ist die Säule? Wo ist der Gang? Hier ist der Gang. Trink. So, okay. Wechsel. Au. So, jetzt spam. Falsche Zauber. Und tot. Zu langsam. Zu wenig Stamina. Definitiv. Also, ne? Stamina weiter steigern ist doch eine sehr gute Idee. Und ich hatte Probleme, den Weg zurückzufinden. Also es ist ja ein kreisrunder Raum. Kreisrunder Raum. Es ist ein runder Raum. Mit zwei Ausgängen. Aber ich habe die Ausgänge nicht ordentlich finden können. Das heißt, wir machen mal dich. Wir machen wieder dich, um sie runterzubekommen. Und dann, ne? Wo bist du? Da bist du. Das ist nicht gut. Ja, er kann schneller zaubern als wir. Das ist ganz und gar nicht gut. Das war doof. Eieieiei. Geh weg. Ich hoffe, du verfolgst es nicht nach Majula. So, alles gut. Okay. Du und kleine Seenpfeile. Warum stehst du da mitten im Weg? Tot? Nein, fast tot. Okay, geh wieder hier hinten hin. Heil dich. Weg. Kamera raus. Dich raus. So, plane immer noch, sie auf 50% zu bringen. Au. Ding. Komm. Au. Ah, die Dinger verschwinden jetzt schon. Mist. Und weg. Okay. Volle Stamina-Balken. Du bist oben. Und go. Ne, das wird nichts. Stamina Balken ist weg. Das berührt sich nicht. Und komm. Und komm. Ja, ich kann sie unterbrechen. Problem ist nur, Stamina ist aus. Okay. Nochmal. Komm. Kasche. Ja. Weg mit dir. Idols Chime und Rotunda Lockstone. Das ist das Ding, was wir brauchen. So, war die garstig.
Retrieval. Benutzt Lockstone. Ah. Was? Achso. Auf. Goodie. Schön, 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 schön. Rogue Water? Was bist du? Das da? Nein, das ist die Corrosive Urn. Hallo Spieler. Bleeding Serum? Rogue Water. Ah, okay. Stellt Lebenspunkte und Sprüche wieder her. Oh, so schick. So, Dolch in die Hand. Eventuell nicht Human Effigy benutzen. Mal gucken. Be wary of jumping. Also nicht runterspringen. Ja, hätte ich nicht vorgehabt. Kein. Obwohl. Das wäre so ein kleiner Sims wäre. Oh. Vorsichtig, vorsichtig. Wo geht's überhaupt hin? Da geht's lang. Ja, also sieht so. Und das ist der Weg, den wir hochgekommen sind, ne? Ja, okay. Sah so aus, wenn er ein Sims gewesen wäre, aber wohl nicht. Es ist irgendwie zu ruhig. Oh. Hallo? I don't know who you are, but believe me, B. The frailty of the weak disrupts the dark. Leave me alone. I'm interested in one thing, dog. You haven't the gift. Hab ich nicht? Leave me alone. I'm interested in one thing, dog. Hm. Damit wird er wohl die Hexgeschichte meinen. Das ist jetzt schade. Also Talana soll ja auch so ein bisschen böse sein. Was wir gerade damit bewiesen hätten, dass wir eine Priesterin umgebracht haben. Auch wenn es eine goldgierige Piep war. Aber um hier als böse zu gelten, muss man hexen können. Und dafür müsste man Glauben haben. Das weiß ich nicht. Müssen wir später gucken. Erstmal haben wir hier das Leuchten. Das können wir aber gleich ganz benutzen. Oh. Genau. Attune Spells. Das Wegschubsding können wir knicken. Dafür nehmen wir noch mehr von den kleinen Pfeilen. Dass wir die richtig schön spammen können, ohne uns Sorgen machen zu müssen. Gut. Huntsman's Co. Hallo. Read Message. Ah, er spielt nur tot. Okay. Ah, One-Hits. Sehr schön. Und 40 Seelen, ja. Gift voraus. Also ich mag das Gebiet jetzt schon. Wir können alles One-Hitten. Gift, Gift, Gift. Ja. Oh. Hallo? Flutterding. Bye, bye, Flutterding. Oh, da unten ist noch so ein Ding. Ja, komm, ich aber... ich geh einmal rum. Von hier aus? Also man kann da unten definitiv hin. Da ist nämlich was geschrieben und da hinten ist Loot. Hier vielleicht runterspringen? Sieht tief aus. Und überall sind Blutflecken. Später vielleicht. Erstmal gucken, was den regulären Weg lang ist. Auch der komische, vernarbte tätowierte Leute. Oh, ich habe gerade was gehört. Nun beginnt der wahre Kampf. Mal gucken. Ich sehe ganz viel Loot. Ich sehe... Oh. Oh. Du siehst ein bisschen aus wie die Außenmauer von der Stadt der Untoten. Noch ein Gebäude. Achtung vor dem Sniper. Das wirst dann wohl du sein, ha? Huh? Ah, den können wir nicht nur one-hitten. Au. Unvergiftet, ja. Aber gut,
Gut, die Nahkämpfe sind schon mal one-hit, das ist sehr gut. Ist da unten noch irgendwas, was wir wegschießen können? Ganz viel. Oh, da ist ein Sniper. Dim, dim, dim. Ach, ist gar keiner, das ist ein Nahkämpfer. Bye, bye, Nahkämpfer.